Herzlich willkommen hier bei Alpha Präsenz. Ich bin Alpha und ich präsentiere den Weihnachtskalender am 19. Dezember. Heute besprechen wir einen sehr schönen deutschen Film, was sehr selten ist, weil ich Deutsche immer so meine, wie die Pest. Und zwar ist das Mängelexemplar, eine wunderschöne Buchverfilmung von dem Sarah Kuttner Buch, das ich nicht gelesen habe. Ich bin so ein Mensch, der dann halt die Filme sieht und komplett wertungsfrei, das ich dann auch ansehen kann, was ich auch sehr angenehm finde manchmal. Mängelexemplar handelt von einer jungen Frau, die Depressionen hat und auch wirklich mit Depressionen zu kämpfen hat. Also erst ankommenden, anschleichenden und dann ist sie voll drin. Und wie das Ganze visuell erzielt wurde, ist großartig. Ich liebe diese Sachen. Es gibt eine bestimmte Stelle, die ich kurz erwähnen möchte, die ich großartig fand. Es gibt ja Leute, die so wirklich sagen, dass bei Depressionen, wenn sie wirklich stark im Bett liegen und den ganzen Tag quasi verschlafen oder einfach nicht rauskommen oder nicht rauskommen. Und wir erleben, ich glaube Anna heißt sie, egal, die Frau lag dann im Bett, komplett erschöpft, es ist draußen dunkel, Nachtlampe brennt am Rand, sie dreht sich um, knipst die Lampe an, hat so einen schönen, es war, draußen wird's hell, sie knipst nochmal, es ist dunkel wieder und dann macht sie die Lampe wieder aus. Sprich, es ist ein ganzer Tag vergangen während der ganzen Zeit und das ist so gut gewesen. Allein wegen dieser einen Sache möchte ich den Film nochmal sehen. Ansonsten sind auch sehr schöne Szenen. Wie gesagt, vom Visuellen her, von der Filmsprache fand ich diesen Film ziemlich, ziemlich gut. Und möchte ich auch nochmal sehen, auch möchte ich nur mal ins Regal stellen, weil ich diesen Film wirklich sehr gut fand auf, auf verschiedensten Sachen. Auch wie dieses Kind im Menschen, was ihr so auf dem Rücken klebt, wie das dargestellt wurde, fand ich alle Sachen ziemlich, ziemlich cool. Wer den Stil von Sarah Kuttner mag, wer den Schreibstil ihrer Bücher mag, wer die liest, kann ich, glaube ich, Mängelexemplar mindestens einmal empfehlen. Und wer das dann mag, kann ihn auch sich gerne holen. Ich war froh, dass ich den im Kino gesehen habe. Also nicht unbedingt wegen Kinoatmosphäre, aber ich war halt froh, dass ich den dann so direkt gesehen habe und dann auch jetzt sagen kann, dass ich diesen Film empfehlen kann. Das finde ich ziemlich cool. Und ja, damit beende ich die Sache mit Mängelexemplar. Ist empfehlenswert, kann man sich ansehen. Und damit sehen wir uns morgen wieder zum nächsten Film. Tschüss.